Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem lieben Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Leute. Wie du das gesagt hast. Liebe Leute. Ich sitze hier immer noch in Bayern auf meinem Bett. Und sieht cool aus, oder? Und möchte euch heute mein neues Video präsentieren. Was eine Scheiße ich hier laber. Und zwar habe ich euch auf Snapchat gefragt. Mein Snapchat-Namen wäre jetzt optimal hier einzublenden. Schaut mal da vorbei. JulienkoTV. Ab und zu folge ich auch mal ein paar Leute und stalk euch da. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und zwar, jetzt fange ich erstmal an zu reden. Ich habe euch auf Snapchat gefragt, ihr sollt mir Dinge unter meinem Instagram-Bild kommentieren, die ihr denkt, die ich nicht schaffen kann. Beziehungsweise Dinge, die unmöglich sind. Und ich möchte euch heute das Gegenteil beweisen. Ich werde nämlich diese Dinge möglich machen. Und habe die liebe Bibi gefragt, ob die mir 10 Sachen raussuchen kann, wo ihr von behauptet, die sind unmöglich, die schaffe ich nicht. Erste Aufgabe. Du schaffst... Nee, ich habe nicht gespuckt, ich habe nur so getan. Okay. Pass auf. Du schaffst es nicht, innerhalb dieses Video zweimal zu lügen, ohne dass es deine Zuschauer rausbekommen. Und du hast jetzt das ganze Video Zeit, um 2 Lügen zu erzählen. Und Leute, wenn ihr die findet, schreibt unbedingt in die Kommentare, was waren die Lügen. Eine reicht doch voll. Nein. Ja, ich muss euch zweimal belügen. In einem Video. Einfach so random, so dass die Leute es nicht merken. Muss 2 Lügen erzählen. Okay, Leute, wenn ihr denkt, ich hätte eine Lüge gesagt. Schreibt die Minute rein. Dann schreibt die genaue Minute, Sekunde rein, okay? Ja. Okay, 2 Lügen in dem Video. Traust du dir das zu? Das traue ich mir zu. Okay, also. Die zweite Aufgabe. Du schaffst es nicht, in 10 Sekunden einen halben Liter Wasser auszutrinken. Ach, was haben wir denn da? Da steht ja eine Flasche. Nee, aus mach's. Nee, die nimmst du jetzt. Mach das nicht, ich lasse es in der Plastik. In 10 Sekunden? Ja. Willst du Plastikflaschen lieber? Oh, ich habe mal gerade 3 Gläser Saft getrunken. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Ah, Sprudel. 10, 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1, stopp! Du hast geschafft! Was wollt ihr noch von mir? Okay, also, jetzt geht's weiter. Du schaffst es nicht... Kannst du nicht deine Aufstoße hinterlassen können? Oh... Das war unser einziges gratis Wasser auf dem Hotelzimmer, was ich jetzt in 2 Sekunden. Okay, 10 Sekunden Julia, du schaffst es nicht, mit deinem Fuß dir einen Buchstaben ins Gesicht zu schreiben, so dass die anderen ihn erraten können. Boah, warte, was willst du von meinem Fuß? Mit meinem Fuß einen Buchstaben? In dein Gesicht. Wie lange habe ich dafür Zeit? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Darf ich meinen Fuß dafür ausziehen? Natürlich darfst du deinen Fuß ausziehen. Darf ich so machen? Ja, einfach irgendwie mit deinem Fuß. Guck mal, wenn du das Bein runter machst, können die Zuschauer dich besser erkennen. War es eigentlich kalt eben draußen? Bist du bereit? Bist du mit dem Auto gerutscht oder so? Nein, gar nicht. Oder dein Knie ist im Weg. Sollte minus 1 Grad werden. Dein Knie ist im Weg. Was für mein Knie ist im Weg? Okay. Okay? Das war so schlecht. Okay? Okay, los! Was für 20 Sekunden, Bruder! Du hast 6 Sekunden gebraucht, Zeit ja. Was habe ich mit... Wir sagen dir, da ist nichts! Da ist nichts? Ich hab... Safe hab ich ein paar Sekunden. Weiter! Oh, das sieht so falsch aus. Hä? Man kann nichts erkennen. Ist nichts? Nein! Die 20 Sekunden sind vorbei. Ja, was ist es? Ja, wahrscheinlich soll es ein O sein. Okay, so, weiter geht es, meine Damen und Herren. Und zwar ist die nächste Aufgabe. Rufe irgendeine Nummer an und versuche, die Person zu überreden, innerhalb der nächsten 15 Sekunden aufzulegen. Irgendeine Nummer? Ja, irgendeine Nummer. Die muss ich mir jetzt ausdenken. Ja. Einfach nur sagen, dass sie auflegen soll? Ja. Weil jetzt kommst du auch mit meiner Nummer, aber stell erstmal eine Nummer aus, das ist ja voll peinlich. Wie stelle ich die Nummer aus? 0, 1, 5, 7. Ich kann die jetzt nicht sagen, ruft ja jeder da. Hast du genug Zeichen? Weiß ich nicht. Oh Gott, einfach sagen, dann auflegen. Ja. Wenn einer dran geht, muss ich stoppen. Hau bitte noch doller auf mein Display. Mr. Schmitz? Nein. Oh, dann habe ich mich verwählt. Können Sie bitte wieder auflegen? Ja. Dankeschön. Ja,
CD, erst zu einer verwählt, dann können sie bitte auflegen. Hä, du Arsch. Vor allem, die macht das auch noch. So, Hund, kannst du bitte, hol die Knochen, ja. Was tut mir voll, ich will mich entschuldigen bei der Frau. Nein, du hast nur 8 Sekunden gebraucht. Was kann ich denn, wenn die sofort auflegt? Boah, hätte mich jemand angerufen, wer ist denn da? Können Sie bitte auflegen? Ja. Ja, siehst du, schon wieder was geschafft. Scheiße, ich dachte, die Aufgaben wären voll schwer. Ich kannte die Nummer sogar. Ich habe die schon mal angerufen. Okay, und dann jetzt die nächste Aufgabe wird richtig. Wenn ich immer, wenn ich Telefonverarschen mache. Dein Ernst? Als ob du dir die merken kannst. Das ist kann ich jetzt nicht sagen. Ja, okay. Oh, gut. Nächste Aufgabe. Ich bin mir safe sicher, dass du da durcheinander kommst. Du hast jetzt genau 10 Sekunden, um alle Bilou-Duschschaumsorten aufzuzählen. 3, 2, 1, es geht los! Tasty Donut, Creamy Mandarin, Tasty, Chocolate Cocktail, Frizzy Berry. Ich weiß nichts mehr, mir fällt nichts mehr ein. Stopp! Frizzy Berry. Wie viel habe ich geschafft? 3! 4! Du hast 3 geschafft. Ich habe 4 geschafft. Du hast 2x Tasty gesagt. Was habe ich denn jetzt vergessen? Alles! Ach, ja, jetzt hast du es geschafft. Okay, weißt du was? 10 Sekunden auf die Plätze, fertig, sag du, los! Tasty. Tasty Donut Cream Mandarin, Fizzy Berry, Lovely Peach, Vanilla Cake, Melon, Splashy Melon, Stopp. Cherry Blossom und Chocolate. Du hast nur 7 geschafft von 8. Ja, ich war besser als du. Ja, ich hab's ja auch gerade gesagt. Okay. Soll ich übrigens mal was verraten? Ja. Nee, tue ich nicht. Was denn? Tue ich nicht. Du willst bestimmt sagen, dass du schon die erste Lüge rausgehauen hast, ne? Wer weiß das schon, wie oft ich gelogen habe. Also ich habe schon mindestens einmal gelogen. Hast du eine Lüge mitbekommen? Ja, natürlich. Echt? Ich bin deine Freundin. Okay. Also, du schaffst es nicht, dir mit deinem Mund eine Socke anzuziehen. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Mit? Deinem Mund. Mein Ausziehen. Anziehen. Aussehen könnte ich. Anziehen. Wie soll ich mir die denn anziehen? Ist mir egal, mach's einfach. Darf ich meine Hand dabei benutzen? Nein, natürlich nicht. Sag, wenn du bereit bist. Wie kann man für sowas bereit sein? Gefällt euch übrigens dieses Format? Dann gebt mir unbedingt mal einen Daumen nach oben. Dann könnte ich das immer mit Bibi machen. Dann suche ich der Bibi mal so Sachen aus. Oder ich mache einfach einen zweiten Teil dadurch. Das sieht das echt saulustig. Ich find's gut. Wenn ihr es auch gut findet, gebt mir einen Daumen hoch. Gibst du mir einen Daumen hoch, Raphael? Ja, ja. Du ja auch. Aber wenn nicht, ne? Und... Start! Ja, wie soll man das denn auch schaffen, mit seinem Fuß sich seinen Socken anzuziehen? Du schaffst es nicht, Bibi, also ich, mich, eine Minute lang durch das Hotelzimmer zu tragen. Und du darfst nicht stehen bleiben dabei. Natürlich schaffe ich das. Mal hoch. Komm erst mal hoch, ich schalte erst mal in Ruhe an. Da-dam! Wie sieht's denn da aus? Oh, scheiße. Du hast noch nicht mal... Oh, Vorsicht! Du hast gerade mal 10 Sekunden. Also, ja. Nächste Aufgabe. Ja. Du schaffst es nicht, 30 Sekunden lang A zu rufen, ohne neue Luft zu holen. Jetzt bin ich doch voll außer Puste. Wie gemein ist das denn? Ja. Ah. 5 Sekunden. 10 Sekunden. 15 Sekunden. 20 Sekunden. Dieses Video, Alter. Alles okay? Möchtest du einen Schluck Wasser? Leck mich am Arsch. Scheiße, habe ich jetzt ernsthaft eine Sekunde vorher aufgehört? Also anderthalb Sekunden vorher hast du versagt, ja. Es kam nichts mehr raus aus mir. Oh. Du hast 3 Sekunden Zeit, um ein Tier zu zeichnen und ich muss es erraten. 3 Sekunden, um ein Tier zu zeichnen? Ja. Kannst du bitte auf 2 Sekunden runterschrauben? Ach komm. Komm, bitte 2 Sekunden, ja? Auf die Plätze, fertig, los. Stopp! Das war noch nicht mal ein... Ein Fisch! Ein Fisch! Was? Ein Fisch! Badum! Man erkennt einfach gar nichts. Da wäre ich nie. Ja, guck mal, einfach blop. Krass, ich hätte jetzt einen Vogel mit einem Schnabel gemalt. Boah, wie geil! Wieso bist du so intelligent? Okay, Leute. Übrigens, die Bibi dreht heute auch ein neues Video. Und zwar wird sie den. Soll ich einen Trommelwirbel einblenden? Auf jeden Fall. Könnt ihr auch mal noch so Trommelwirbeln? Oh!
den größten Kaugummi der Welt. Machen. Wird sie hier in diesem Hotelzimmer zubereiten? Los! 3, 2, 1, Stopp! Ja, komm Leute, was ist das für ein Tier? Schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Ich bin gespannt. Ganz ehrlich, was hat hier oben so... Schreibt es mir in die Kommentare. Du musst alle Bilus am Geruch blind erkennen. Ich rieche echt nicht so gut, das ist scheiße. Erste Sorte, ich halte sie euch mal in die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Lovely Peach. Ja! Yeah! Das nächste hier, nimm. Ich halte es in die Kamera für euch. Ja, das ist ja sowas von Splashy Melon. Yay! Ja, Chocolate Cupcake. Und damit bin ich der absolute Bilou-Gewinner. Dieses Video hat mich auf jeden Fall gekillt. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal so ein Video drehe oder dass Bibi mal so ein Video dreht und ich ihr diese Sachen rausnehmen darf, gerne dürft ihr auch mir schon weitere Aufgaben, die ihr denkt, ich niemals schaffen würde, können würde. Hier finde ich euch jetzt Bibis Video. Sie hat nämlich den größten Kaugummi of the World gemacht. Und, beziehungsweise macht den jetzt. Wenn das nicht funktioniert, dann raste ich ab. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr meine beiden Lügen mitbekommen habt. Hast du es geschafft, zwei Lügen? Ja. Hä? Sowas von. Dann schreibt mir jetzt mal in die Kommentare die Lüge. Soll ich dir sagen? Ja. Ach so, krass, ohne Scheiß, ich habe nur eine gewonnen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.